Ronny Rüegen, 3-2 Sieg gegen den HC Lugano. Wie fühlt sich das an? Ja, sicher schön. Wir haben gekämpft und ja, am Schluss noch das Goal erzwungen. Also, es war sehr spannend. Wir haben den Zuschauern etwas geboten und beide Mannschaften. Am Schluss sind wir als glücklicher Sieger vom Platz gegangen. Sie sprechen eben die heiße Schlussphase an. Lugano hat einige Chancen gehabt, wo sie dann haben können vereiteln kurz vor Schluss. Das Goal, das Sie dann geschossen haben, das war auch ein umstrittenes. Wie haben Sie die Situation gesehen? Ja, ich habe den Ursprung nicht gerade gesehen, wo irgendeiner am Boden liegt. Was dort genau passiert ist, weiß ich nicht. Aber er ist nachher aufgestanden und wieder auf die Bank gefahren, also einer von Lugano. Und dann haben wir einmal Überzahl gehabt, ganz kurzen Moment, und haben wir das ausgenutzt. Das ist jetzt schon der zweite Heimsieg in Folge. Nach einem etwas happrigen Start sieht es aus, dass es Feiers immer besser in Fahrt kommen. Woran liegt das? Ja, es ist natürlich wichtig, dass wir heute gewinnen. Das ist ein Sieg für die Moral. Und, am Anfang ist nicht gerade alles super gelaufen. Wir haben ein wenig Goal geschossen. Aber wir wissen, dass wir mit harter Arbeit und mit dem Team, das wir haben, dass wir da viel erreichen können. Und dann tut natürlich so ein Sieg wie heute sehr, sehr gut. Im Hinblick jetzt auf die nächsten Spiele, die kommen, wo gibt es noch Verbesserungspotenzial? Ja, ich glaube, wir könnten mal mehr Goal als 3 schiessen in einem Spiel. Ich glaube, das sollte mal reinliegen und dann sehen wir es dann. Danke vielmals, Roderick.